take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge, leider aber nur eine kleine Puzzle SPC und primär wollen wir uns, ihr seht schon oben links, um die Bruno Fernandes Karte kümmern, denn der hat eine Themenzielaufgabe, eine Objective Karte bekommen, die schauen wir uns heute im Detail an. Außerdem haben wir endlich wieder das Team of the Week am Start, das haben wir hier, Team of the Week 38 mit unter anderem 96er Kevin De Bruyne, wieder mit einem Haaland natürlich, 91er Benzema, Saar-Maximaus am Start mit der 86er Karte und Zapata. Also, einige Team of the Week Karten sind jetzt wieder draußen, ein paar geile Karten, das geht auch endlich wieder los. Und bevor wir reinstarten in dieses Video, könnt ihr schon mal eins tun, und zwar das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich euch wieder als Ziel raus. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr eins tun, und zwar auch einen Kommentar da lassen. Allein für den Algorithmus wäre das mega, mega nice, denn ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Nachher, gegen 22 Uhr, geht es auch nochmal weiter, und zwar mit der Partybag-SPC. Die haben wir uns gestern schon zweimal angeschaut, beziehungsweise zweimal abgeschlossen im Video. Das Ganze haben wir jetzt mit Community-Bags gemacht, da werden wir über 10 Packs gemeinsam im Video öffnen, wird gegen 22 Uhr hier auf dem Channel live gehen. Insofern gerne auch die Glocke aktivieren, um das Video und generell keine weiteren SPCs-Video mehr zu verpassen. Abo dalassen und dann seid ihr hier mal auf dem frischen, aktuellen Stand, denn hier gibt es immer Daily SPC-Content und natürlich als Bonus-Uploads hier und da auch Pack-Openings. Also mich würde es freuen, wenn ihr da am Start seid, gerne auch bei Twitch folgen oder bei allen anderen Social-Media-Kanälen, Instagram und Twitter und Co. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Also, wir haben eine Fernandes-Karte am Start, kein SPC. Keine SPC, sie war schon teilweise geleakt worden vor ein paar Stunden, wie ich das sehen konnte. Und sie hat anscheinend auch einen Skill-Move und Weakfoot-Upgrade. Die Karte gucken wir uns heute mal im Detail an, mit der Frage, lohnt sich die Karte? Ja oder nein? Das ist hier die große Frage und ich möchte heute eure Meinung wieder wissen. Ja, dafür ist der Kommentarbereich auch wieder da, denn oben rechts wissen wir ja, seit dem 10.06. gibt es keine Abstimmung leider mehr, wie das immer bei dem Format eigentlich der Fall war. Deshalb ist der Kommentar, den ihr verfasst, umso wichtiger und ich möchte euch wissen, ja oder nein von euch, sondern natürlich auch eine begründete Meinung. Ja, das ist ja mega, mega nice und wenn wir gemeinsam hier bei dem Diskussionsvideo generell quatschen können, ich gehe auf jeden einzelnen Kommentar ein, werde auch versuchen, auf jeden einzelnen zu antworten und damit würde ich sagen, gehen wir rein und gucken uns diese Fernandes-Karte, die wir eben schon mal leicht gesehen haben, im Detail jetzt mal an. Wir sehen schon mal, 9 Segmente müssen wir da auf jeden Fall abschließen. Sommer jetzt der Feldliebling Fernandes und da heißt es, lass dich vom POTM-Objekt inspirieren und hol dir im Sommer 94er gerateten Sommerhitze Fernandes mit 5 Sternen, schwacher Fuß. Untauschbare Boni, natürlich die 94er Bruno Fernandes-Karte. Was schon mal mega nice ist, ist natürlich der Portugal-Link. Wir denken da direkt an CR7 und natürlich auch den Premier League-Link. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir auch eine Rashford-SPC gestern bekommen. Ja, der Manchester United-Link, der natürlich hier mit am Start ist. Also, das hilft natürlich auch weiter. Was ist eure Meinung dazu? Wir gehen das Ganze heute einmal durch. Außerdem hatte wieder eine Plus-SPC, so ein Bonus auf jeden Fall mit einem 100k-Set. Und das dürfte wieder auf die Division 4. Genauso sieht es aus. Da heißt es, trifft bei 4 separaten Rivals-Siegen Division 4 oder höher mit 92er-Rateten Sommerhitze Fernandes. Da ist es so, dass ihr dann quasi ein Bonus 100k-Set bekommt. Das Ganze ist untradable. Das ist quasi mit dem EP der Bonus. Das ist nicht quasi inkludiert in diese 94er-Karte, sondern das ist, wenn ihr die 94er-Karte habt, noch so ein Bonus. Entweder seid ihr ja höher als Division 4 und könnt euch dann das 100k-Set noch gönnen oder ihr geht halt in Division 5 und 6 und holt euch so die 94er-Karte. Das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil das wissen einige nicht. Manche denken, dass diese Bonus-Sache hier mit Sommerhitze FL Fernandes Plus, dass die dazugehört. Das ist nicht der Fall. Das möchte ich ganz klar jetzt hier erstmal erwähnen. So, und dann gucken wir mal weiter, wie das Ganze jetzt hier eigentlich aufgebaut ist. Also, hier haben wir am Start 5 Rivalen. Gewinne 5 Rivals-Partien, um 90er Gesamtrating POTM Fernandes zu erhalten. Das bekommen wir, denke ich mal, alle hin. Also, falls ihr den schon habt, könnt ihr wahrscheinlich dann die folgenden Aufgaben schon machen. Denn sie heißen folgendermaßen 4x4 Abschluss. Triff in 3 separaten Rivals-Partien mit Spielern mit 4 Sternen Spezialbewegung und 4 Sternen schwacher Fuß und stelle 90er Gesamtrating POTM Fernandes in deine Startelf. Also, falls ihr den schon habt, könnt ihr die anderen Sachen auch erledigen. Und wie gesagt, diese eine Aufgabe bekommt ihr ja so oder so quasi mit dann mit den anderen Sachen automatisch erledigt. Premier League Pulse ist da noch am Start. Und zwar heißt es da, spiele 8 Rivals-Partien mit 90er Gesamtrating Bruno Fernandes und mindestens 6 Premier League-Spielern in deiner Startelf, um ein 90er Gesamtrating Sommerhitze zu bekommen. Also das ist das erste Upgrade und das erinnert natürlich hier unter anderem an die Mondi-Karte. Da ging es dann genauso mit dem gleichen Thema voran.
Ja, und hier war quasi noch das Thema in Bezug auf die Footmiss-Karte und dann ging es von der Footmiss-Karte upgrade-mäßig von der 87er-Karte auf die 89er-Karte zu der 93er-Karte und so weiter und so fort. Also das ist das gleiche im Prinzip, wie gesagt, hier mit dem Fernandes, 91er-Karte. Die Karten gucken wir uns gleich noch im Detail alle bei Footbin an, auch Chemistry-Style-mäßig und so weiter und so fort. Dann haben wir Präzision, da heißt es, wer den zwei separaten Rivals-Partien mit 91er Gesamtrating Sommerhitze Fernandes per Stallpass zum Vorbereiter. Okay, per Stallpass mit Y also, auf der Xbox beispielsweise. Dann haben wir Magier aus Maya. Wer den zwei separaten Rivals-Partien mit 91er Gesamtrating Fernandes zum Torschützen und Vorbereiter und stelle mindestens 4 Portugiesen in seine Startelf. Ja, wen haben wir da am Start? Zum Beispiel habt ihr vielleicht einen Eusebio, Portugiese, CR7, dann Bruno Fernandes und wen hätten wir noch? Vielleicht einen Luis Figo zum Beispiel, ja, die irgendwie so in die Offensive packen. Und dann hättet ihr da 4 Portugiesen in der Startelf. Portugiese heißt es dann 10 Rivals-Partien mit diesem 91er Fernandes und mindestens 4 Portugiesen in deiner Startelf, um 92er Gesamtrating Sommerhitze Fernandes mit verbesserten 5 Sterne schwacher Fuß zu erhalten. Also das ist die 92er Karte am Start. Und dann müssen wir noch weitere 3 Aufgaben machen, um auch die 94er Karte dann als Bonus zu bekommen. Und die sind dann wie folgt. Und zwar wieder 2 Rivals, separate Rivals-Partien mit 1 Tor von außerhalb des Strafraums mit dem 92er Sommerhitze erzielen und dann 3 separate Rivals-Siege, also da geht es jetzt los mit den Siegen, mit 92er Gesamtrating zum Vorbereiter werden. In 3 separaten Rivals-Siegen, auch das könnte ein bisschen was dauern. Tritt bei 8 separaten Rivals-Siegen mit 92er Gesamtrating. Alter, 8 separate Rivals-Siege, Jungs. 92er Gesamtrating Sommerhitze Fernandes. Also ihr bekommt dann hier immer diese 2 seltenen Spielerpacks, beziehungsweise dann die 1 seltenen Spielerpacks oder halt je nachdem die Bruno Fernandes-Boni-Dinger zurück. Und dann am Ende quasi als Gruppenbonus diese 94er ZOM Bruno Fernandes-Karte. Sieht aber schon mal auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Mit 92er Tempo, 94er Schuss, 96er Passen, 96er Dribbling, 84er Physis, 75er Def. Und mal gucken, wie sich das Ganze gleich aufteilt. Da bin ich mal mega gespannt, wie das gleich aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal einen ersten Eindruck davon bekommen. Was wir rechts sehen können, ist, er hat leider kein Ingame-Face. Das ist halt ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Findet man schade. Wie findet ihr das Ganze? Spielerbildmäßig sieht es auf jeden Fall nice aus, die 94er Karte. Und das Kartendesign, habe ich euch auch schon gesagt, finde ich mega nice. Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr? Und die große Frage, ich meine, ich gucke da gerade aus dem Fenster. Das Wetter ist mega, mega nice. Ja, gerade die Woche jetzt noch. Und schwierig, ne? Schwierig. Aber wir haben hier, wie auch, glaube ich, auf der Mondi-Karte. Genau, das sieht genauso aus. Also hier ist kein Zeitablaufmäßiges mit am Start, sondern die Saison 7 geht noch 22 Tage. Hier ist kein Zeitablauf mit am Start, wie das bei anderen Sachen, wie bei Cassie zum Beispiel ist, 1 Tag und 23 Stunden. Das ist auch noch vielleicht wichtig zu erwähnen. Also wir haben keine zeitliche Komponente hier mit am Start. Also ihr habt jetzt wirklich 3 Wochen über den ganzen Sommer verteilt von der Season Zeit, diese Bruno Fernandes-Karte abzuschließen. Nichtsdestotrotz, bei so einem geilen Wetter denkt man sich eher, da ist man draußen, kann man vielleicht nachts, abends dann machen, um FIFA dann quasi Bruno Fernandes mitzunehmen. Ich persönlich weiß es noch nicht, vielleicht könnt ihr mich überzeugen, diese Bruno Fernandes-Karte abzuschließen. Wir gucken uns aber über Footbin das im Detail dann gleich nochmal an. Und vielleicht machen wir auch gleich noch die kleinen 3 Packs da auf, wobei ich jetzt die 84er Aki-Karte noch von gestern, die wir da in einem Set gezogen haben, am Start haben. So, jetzt gucken wir aber erstmal rein, welche Puzzle-SBC hier rausgekommen war. Und zwar die Frankenstein-Monster-SBC, wieder mit 2 Boni. Sie sind schon mal tradable, Prime-gemischte Spielerset nur und ein 2 seltenes Gold-Spieler-Pack. Mal gucken, was wir hier bekommen, beziehungsweise was wir abgeben müssen erstmal. Was? Ein 80er-gerateden Squad mit einem Italiener, einem Deutschen, einem Engländer, einem Franzosen. Alles klar. Und Teamspiel mindestens 70. Also warum hier ein 80er gerated Squad abgeben muss, das frage ich mich halt wirklich. Also ich glaube, dann mache ich die SBC nicht. Ich wollte die eigentlich mit euch abschließen, die Frankenstein-Monster-SBC. Aber ich glaube, dann machen wir das Ganze eher nicht. So, das heißt, wir springen rüber. Und zwar zu Footbin. So, ich mache das mal eben hier kurz auf. Und dann gucken wir uns das Ganze mal im Detail an. Mal gucken, ob auf EAs Seite auch irgendwas Twitter-mäßig rausgehauen worden ist. Nein, scheint nicht so der Fall zu sein. Das heißt, wir springen darüber und zwar zu Footbin selbst. Und da haben wir auch die Ken-Karte jetzt und die Musa-Karte endlich im Draft am Start. Die 93er geupgradeten Karten von denen und hier sind die 3 Bruno Fernandes-Karten am Start. Also Ahmed Musa, die sind exklusiv im Draft, wie gesagt. Das waren die von der ersten Wahl. 4 Sterne, 3 Sterne hatte der das schon immer? Nee, also Skillmove-Upgrade hier bei Musa am Start. Und Ryan Kent auch natürlich, ja, den Skillmove 5 Sterne, logischerweise, war ja quasi die Abstimmung für.
Also beide 93er Karten jetzt im Draft verfügbar. Also ganz, ganz wichtig, nur Draft exklusiv. So, und jetzt zu Bruno Fernandes. Wir haben ja hier, wie gesagt, die Winter Upgrade oder Winter Refresh Karte, die 89er. Dann der POTM, wo wir schon gesagt haben, ich glaube, dazu habe ich extra kein separates Video gemacht, weil das Upgrade halt schon so minimalistisch wie sonst was war. Die SPC, wie viel hat die gekostet damals? War die echt so teuer, Jungs? War die 1 Million Coins wert? Never, oder? Never ever. Was kostet der noch? Guckt, 90.000 Münzen. Ja, moin. Na gut, gehen wir von der 91er Karte erstmal jetzt ab. Also, wir sehen hier auf jeden Fall, wie gesagt, das Upgrade. Wir gucken uns das mal an. 4 Sterne hat der gute Mann. So, dann haben wir hier 4 Sterne auf der 91er Karte. Und hier dann ab der 92er Karte ein 5 Sterne Weakfoot Upgrade. Und dann die 94er Karte ebenfalls 4 Sterne, 5 Sterne. Insgesamt 9 Sterne heißt, Weakfoot Upgrade ist schon mal am Start. Was natürlich mega nice ist. Und jetzt zu sein, ja, das ist minimal. Also von der 92er Karte oder der 91er Karte, das Upgrade, die sind minimal. Also falls ihr schon die 92er Karte habt, überlegt euch, ob die euch schon ausreicht. Und dann grindet ihr vielleicht nicht so hart und habt dann die 92er Karte am Start. Die hat ja auch schon 4 Sterne, 5 Sterne. Wäre eine Option, weil wie gesagt, so ja plus 2 geht ja quasi auf alles nochmal gefühlt drauf. Plus 3 auf Dribbling. Aber mehr ist es das Ganze dann auch nicht. Könnte man theoretisch auch so machen. Chemistry-Style-mäßig sagen sie jetzt hier Sniper oder ein Encore. Machen wir das Ganze einfach mal drauf, würde ich sagen. Also ein Encore lassen wir jetzt einfach mal weg. Wir fangen an mit dem Sniper und sehen, dass hier natürlich gerade für den ZOM Schuss nochmal geboostet wird und Dribbling passend bringt er halt wirklich schon alles mit. Das Geile, wie ich finde, ist hier seine 99er Ausdauer. Gucken wir bei der 94er Karte, sieht es natürlich genauso aus. Auch da wahrscheinlich eher ein Sniper mal drauf. Machen wir das Ganze mal. Da hat er schon 94 und 90 Sprinttempo. Tempo genug, also eigentlich am Start. Und ich glaube, hier hat er auch, hat er nicht schon auf der 90er 99 Tempo? Ja genau, der hatte schon 99 auf der drauf, auf der auch schon. Da war es 98. Also ausdauermäßig ist es schon mal mega nice. Portugal und Manchester United und Premier League Link müssen wir gleich drüber reden. Linkbar ist er auf jeden Fall. Wie gesagt, das auf jeden Fall. Dann hat er noch einen Ruhewert von 97, die 94er Karte. Ist mega, mega geil. 88er, 89er auf Beweglichkeit und Balance. Ist nicht das höchste, aber für ein ZOM auf jeden Fall mehr als ausreichend, wenn man bedenkt, dass er 1,79 groß ist. Wie gesagt, insgesamt dann 9 Sterne mitbringt. 94, 90, also tempomäßig Antritt und Sprintgeschwindigkeit auch mehr als genug. Ja, und dann kann man hier, wie gesagt, noch vom Schuss her das Ganze boosten. 99er Schusspower und 99er Fernschüsse bringt der gute Mann schon mal mit. 97er Volleys, da brauchst du halt gar nicht mehr eigentlich boosten, den Schuss genauso wenig wie den Pass. Da gehst du halt ein bisschen auf Dribbling und deshalb halt, wie gesagt, hier den Sniper drauf. Plus 10 auf die Beweglichkeit, Balance plus 5 und dann Abfahrt. Wirklich, Dev braucht er nicht mehr. Hier das Wichtigste bei der Physis ist die Ausdauer. Und wie gesagt, das ist dann die 94er Fernandes-Karte. Habt ihr Bock drauf? Würdet ihr sagen, lohnt sich der Grind? Ja oder nein? Wie gesagt, schön Dribbling auf 99 machen und Schuss auch. Und dann ist es ein 97er ZOM. Eine richtig geile Geschichte meiner Meinung nach. Und wie gesagt, wenn man Bock auf die Karte hat, ja, wenn ihr einen Premier League Squad habt und euch diese Karte noch gefehlt hat, schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung rein in die Kommentare. Lohnt sich der Grind? Ja oder nein? Ich finde auf jeden Fall, wenn man Bock hat auf die Karte, definitiv eine richtig geile Karte, eine richtig geile Sache mit dem Weakfoot Upgrade. Und ja, damit würde ich sagen, war es das mit dem Bruno Fernandes Video für heute. Wie gesagt, nachher geht es noch weiter und zwar mit dem Partypack SBC. Die haben wir gestern ja schon zweimal abgeschlossen. Da geht es jetzt nachher noch um Packs der Community. Wir gehen nochmal rein zu den SBCs. Und da haben wir die Frankenstein-Monster-SPC, die neue raus, ist auch hier relativ negativ bewertet. 10.000 kostet sie sogar. Und hier haben wir die Best-of-Release-Partyback-SPC. Über 10 Mal haben wir die abgeschlossen. Kommt gegen 22 Uhr online. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Gerne das Video hier bewerten. Nicht vergessen, die Bewertung dazulassen, den Kommentar dazulassen, allein für den Algorithmus. Denn ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Morgen direkt wieder oder heute Abend noch beim zweiten Upload zu der Partyback-SPC. Und damit haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.